this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to. Another year alive, pushing my dreams, finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team, caretaker, never doubt the regime. I built a following off loyalty, without a machine. Make my coffee, throw a beat on, go get what I'm owed, and that's just something we agreed on. They said it wouldn't be long, that's besides the point. I'm finally feeling like I belong, just being me, that's the type of shit that we on. I'm sick of stressing about these numbers, man, they tire me out. Thinking I need a required amount to be happy. Stupid ass, it's like chasing a high. I'll never reach, kiss the happiness and wave it goodbye. While I'm scrolling on the internet, comparing myself. It ain't right, but being aware of it helps. Grüße Gemüse, ich bin Lasse aus Wittenberg und einige von euch werden mich noch kennen von meinem Moped-Video, was wir damals letztes Jahr in Stralsund gedreht haben auf dem Parkdeck. Und heute möchte ich euch meinen blauen Trabi vorstellen. Ich habe das Auto vorletztes Jahr November gekauft von einem Kumpel im Originalzustand. Warum ist es eigentlich dazu gekommen? Ich hatte im vorletzten Jahr hatten wir ja das Video gedreht. Hoppin' a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Ay, so much that I'm losing the counts. Ay. Und seitdem ist mir diese ganze Trabi-Geschichte nicht so richtig mehr aus dem Kopf gegangen. Und dank Robert, dank Perle und den ganzen anderen Leuten wurde das immer mehr verfestigt. Bis ich dann von einem guten Freund das Angebot gekriegt habe für das Auto. Den habe ich dann im November gekauft. Und dann stand er erstmal den Winter über, da habe ich mir Gedanken gemacht, Ideen ausgedacht, was macht man für ein Konzept. Dann bin ich aus dummem Zufall an meinen guten Freund von Thomas Ifa Garage rangekommen. Hallo meine lieben Freunde, ich grüße euch recht herzlich. Den habe ich im Januar kennengelernt, also bin ich in Zügen gefahren das erste Mal. Dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass wir sehr gut miteinander können und wir sind wirklich sehr gut befreundet. Und dann hat er mir erzählt, dass er Fahrwerke baut und da habe ich mich dann gleich angemeldet. Die Fahrwerksidee war da, mein Fahrwerk ist von Thomas Ifa Garage, ist eine 180er Tieferlegung, hinten mit Gewindefahrwerk, weil es ist ein 90er Baujahr, also auf Spiralfedern hinten. Es war quasi so das Versuchskaninchen, das heißt, das letzte Jahr stand das Auto relativ viel bei Thomas, relativ viel ausprobiert, er hat seine eigenen Autos und den noch mitgehabt. Zwischenzeitlich habe ich bei Tom von Custom Wheels einen Satz Felgen in Auftrag gegeben. Das war ursprünglich eine 13 Zoll Wartburg Buckelfelge, die haben wir umgeschüsselt, also er hat die umgeschüsselt. Vorne auf 6 und hinten auf 6,5 mal 15, vorne mit einem 3,5 Zoll aus dem Bett und hinten 4 Zoll aus dem Bett. Ja, ich fahre das mit einem Reifen von Nankang. Alle sagen immer, es ist ein Billigreifen, aber er lässt sich gut ziehen und ich bin eigentlich damit echt zufrieden. 165, 45, 15. Und ja, damit stand dann erstmal das Grundgerüst. Dann habe ich aus dummem Zufall bei Robert, bei ihm zu Hause beim Grillen, diese wunderschönen Chromschuhstangen in der Garage gefunden, die ich ihm dann an dem Abend auch noch abgeluchst habe für einen guten Preis. Dann haben wir die rangebaut. Finde ich, passt zu dem Auto sehr gut. Da waren noch die Lampenringe mit dabei. Und dann bin ich erstmal so gefahren. Letztes Jahr war Erichs Erben, da kam das Auto sehr gut an. Es hat sehr viel Zuspruch bekommen, es hat mich sehr gefreut. Ich habe viele, viele coole neue Leute kennengelernt. Dann jetzt diesen Winter, genauso wieder pünktlich zu Weihnachten, so eine spontane Idee mit dem Ausstellfenster, was sich dann ergeben hat, wo ich natürlich zuschlagen musste. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ja, dann im gleichen Zug kamen dann noch originale Ausstellfenster hinten mit rein. Die habe ich auch von einem sehr netten Mann aus, also ich komme aus Wittenberg gekauft. Freue mich sehr, dass ich die bekommen habe, auch für einen sehr guten Preis. Sein Vater wird sich auch freuen, dass sie wieder irgendwo Verwendung gefunden haben. Hoffe ich zumindest. Dann habe ich zu Weihnachten von meiner Freundin und meinem Geburtstag, das Geschenk war quasi die neue Innenausstattung. Die haben wir ja verbaut,
habt ihr ja sicherlich gesehen im letzten Video. Soweit steht er jetzt erstmal, soweit bin ich happy. Es ist alles cool, es ist alles schick. Das Auto fährt sich super, sieht cool aus. Ich hoffe, dass dieses Jahr viele Treffen irgendwo anstehen, die ich mit anlaufen kann. Was passt zeitlich mit meiner Arbeit, wie ich das timen kann. Erichs Erben bin ich auf jeden Fall mit dabei. Mit Thomas Ifer Garage, mit den Jungs von Ostblock MV. Ein paar Ideen habe ich vielleicht noch, aber die Leute, die mir bei Instagram folgen, haben gesehen, ich habe mal spaßeshalber ein altes Surfbrett oben aufs Dach geschmissen. War auch eine lustige Idee, vielleicht überarbeite ich die Idee noch ein bisschen. Für nächsten Winter ist dann eventuell geplant, mal ein bisschen technisch noch mal ranzugehen. Achso, was ich ganz vergessen habe, wir haben, wo ich ihn gekauft habe, hat er frischen TÜV gehabt, war alles gut, aber leider waren die Bremsen fertig. Das heißt, wir haben von Trabantverbietung Chemnitz habe ich noch komplett neue Bremsen mir besorgt und die haben wir mit Thomas zusammen eingebaut. Und die ganze Vorderachse neu gelagert und so halt so ein bisschen Kleinscheiß, was halt bei so einem Auto halt einfach anfällt. Als nächstes ist dann eigentlich geplant, mal in die technische Richtung zu gehen. Bei Ostblock Performance Parts habe ich schon mal ein bisschen vorgesprochen. Da sind schon ein paar Ideen, vielleicht irgendwie dann nochmal einen zweiten Motor nochmal zu kaufen und nochmal einen Motor nochmal aufzubauen. Als optimierter Motor und dann quasi den, der jetzt drin ist, original einfach zu behalten. Aber das steht erstmal noch in Sternen, soweit bin ich noch nicht. Also erstmal ganz entspannt. Trabant. Also bleibt bei dem, soll bei dem Zweizylinder bleiben. Wartburg-Motor finde ich cool, haben aber mittlerweile so viele und ich feiere das, ich finde das total cool, aber dann müsste man ja wieder auf andere Bremse umbauen, auf Scheibenbremse, habe ich gehört, zwecks TÜV und Eintragung, dann passen die Felgen wieder nicht mehr und ach, das ist alles cool, so wie es ist, mir gefällt es so. Also wie gesagt, der läuft super. Aber ein bisschen mehr Leistung wäre schon cool und das wäre noch so das Projekt für das nächste Jahr. Mal gucken, wenn ich jetzt irgendwo noch einen Motor irgendwo geschossen kriege, dann werde ich den mitnehmen. Falls noch jemand irgendwer einen Motorsportlenkrad hat, kann sich gerne bei mir melden, ich suche noch eins. Ich weiß, es gibt ein paar bei eBay, aber zu Preisen, die jenseits von Gut und Böse sind. Nochmal kurz auf mein Moped zu kommen. Mein Moped steht aktuell in Dresden im Verkehrsmuseum. Da findet zurzeit eine Sonderausstellung statt zum Thema Simson 50 Kubik. Das ist eine mega geile Ausstellung. Ich fühle mich da sehr geehrt, dass es dazu gekommen ist, dass ich mein Moped da ausstellen darf. Den Zuspruch, den ich da jetzt bekommen habe, in der kurzen Zeit, die Ausstellung ist jetzt Anfang Februar erst eröffnet worden, die geht bis August, eventuell wird es auch noch verlängert, ist super. Also wer in Dresden ist und da auf Mopeds Bock hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Da ist für jeden was dabei, egal ob Original oder ob Tuning oder Umbau oder Technik oder klein oder groß. Da ist wirklich für jeden was dabei und das kann ich echt nur empfehlen. Super Leute da. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Eine lustige Geschichte, warum es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mir den Trabi gekauft habe, war unter anderem der Einfluss von den Jungs, aber auch die Geschichte von meinen Eltern. Ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft, von meinen Großeltern das Haus gekauft und habe im Keller ganz viele alte Fotos gefunden. Unter anderem auch ein Foto, was ich immer dabei habe. Das ist ein Foto, wo meine Eltern jung sind, was bei uns in meiner Straße vor meinem Haus gemacht wurde, wo ihr Trabi steht. Wo ich das in der Hand hatte vor ein paar Jahren, ist mir dann eigentlich der Stein so gefallen und habe gesagt, okay, wenn es ein Trabi wird, dann muss es ein gletscherblauer oder himmelblauer Trabi werden, weil das hat Geschichte, das muss auch irgendwo so funktionieren. Und wo ich dann tatsächlich mit dem Trabi auf dem Hänger ankam und habe den zu Hause in die Garage gestellt, ist meine Mutti fast aus der Tür gekippt und gesagt, ah, guck mal, so einen hatten wir früher auch mal. Und fand das total cool und mein Vater auch. Das war eigentlich so eine schöne Geschichte. Genauso hinten habe ich eine alte Landkarte, so eine Reisekarte, nennt man Landkarte, ne? Von der Region hier oben, von Stralsund, von Greifswald, so eine alte Urlaubskarte, DDR-Karte, Landkarte. Und die habe ich tatsächlich bei mir auf der Arbeit gefunden, auf unserem Hotelschiff, wo ich arbeite. Und da haben die einen Gast liegen lassen. Und da habe ich die gefunden und habe mich total gefreut und dachte mir, Mensch, geil. Das passt ja genau in mein Auto hinten auf die Hutablage, weil das ist ja wie gemacht. Ich arbeite hier oben, das passt super. Ja, daneben ist noch ein Wackeldackel, wie sich das gehört. Und der klassische Strohhut, keine Ahnung, den fand ich einfach cool. Ich habe kein Radio wie irgendwelche anderen Leute. Ich habe zwar zu Hause schon eins liegen, aber bin mir noch nicht sicher, wie, wo ich das verbaue, dass man die Lautsprecher auch nicht sieht. Und wenn, dann muss das alles ganz versteckt sein. Aber ich bin nicht so ein Freund von offenen Kabeln und dass da irgendwo ein Kabel quer durchgeht und nur damit da eine Box ist. Das finde ich alles ein bisschen doof. Eventuell nochmal neu lackieren. Na, neu lackieren nicht, vielleicht nochmal teillackieren. Die Leute, die sich das Video genauer angeguckt haben, werden sehen, der hat ungefähr drei verschiedene Blautöne. Das heißt, der Vorvorbesitzer,
der den damals mal wo restauriert hat. Also ich bin laut Brief dritter Besitzer. Ja, ich bin der dritte oder dritte, glaube ich. Und der Erstbesitzer hat den dann quasi 90 gekauft. Im Fahrzeugschein steht Erstzulassung Februar 90. Wird den dann wahrscheinlich ein paar Jahre noch gefahren sein, keine Ahnung. Er hat, was wir gesehen haben, auf jeden Fall diverse Schweißstellen. Also die haben ihn auf jeden Fall schon mal geschweißt und hinten den Arsch noch mal geschweißt. Da ist schon ein bisschen Arbeit reingegangen. Deswegen von der Substanz her ist er jetzt echt gut. Allerdings haben sie ihn so ein bisschen teillieb, herzig lackiert. Das heißt, so alles ab hier ist richtig schön lackiert und alles, was so oben ist, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, hätten sie noch eigentlich komplett lackieren können. Also, naja, da steht auf jeden Fall noch auf der Liste, vielleicht nochmal ein bisschen schick machen und ein bisschen Optik machen. Ich suche noch die alten Blinker von dem alten, von dem ersten Modell 601, sowas noch, so ein paar kleine Gimmicks, vielleicht unten noch die Stoßstange, unten noch die alte. Und so ein paar Kleinigkeiten, vielleicht nochmal andere Rückleuchten. Ich hatte auch überlegt, vielleicht nochmal auf silberne Spiegel zu machen und auch silberne Türgriffe zu bauen. Aktuell bin ich da gerade wieder von weg. Habe ich Türgriffe schon liegen, Spiegel noch nicht. Also die Nierenspiegel. Mal schauen, mal gucken. Irgendwas wird sich schon finden. So ein Projekt ist ja eigentlich nie fertig. Von daher werde ich da sicherlich die nächsten Jahre noch viel Spaß dran haben und kann hoffentlich viel fahren. Nochmal großen Dank an Perle, der mir das Fenster eingebaut hat. Das habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt, aber es funktioniert super und es sieht echt cool aus. Ich hoffe, ich kriege damit keine Probleme, aber ich denke nicht. Falls jetzt alle Leute fragen, kann man sowas auf der Straße fahren? Ist das machbar? Ja, es ist alles eingetragen, es ist alles gut und alles schick und man kann ohne Kopfschmerzen ganz normal fahren. Soweit erstmal zu mir, zu meinem Auto. Danke, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Folgt den Jungs auf Ostblock MV, folgt mir, wenn ihr Lust habt. Und ich freue mich, wenn wir uns mal sehen, auf dem Treffen oder so. Auf jeden Fall jederzeit gerne. Grüße an meine Freunde aus Wittenberg. Da sind mittlerweile auch richtig viele jetzt auf den Trabi gekommen und das wird auch immer größer. Und was ich auch cool finde, das ist auch, dass man jetzt auch mal an Leute kommt, die auch älter sind, halt 30, 40, 50 aufwärts, die halt das auch leben, aber halt in den originalen Modus halt fahren. Da haben wir auch viele Gruppen jetzt mittlerweile oder eine große Gruppe, mit der wir jetzt zu Hause Ausfahrten machen tun. Das finde ich auch sehr cool. Die werden wahrscheinlich auch bei Eris Erben mit dabei sein. Wir wollen nächstes Jahr vielleicht, wenn das alles klappt, Corona-technisch in Wittenberg mal unser eigenes erstes Treffen mal in Angriff nehmen. Da bin ich auf jeden Fall mit involviert und klingt mich damit ein. Wenn ihr Bock habt, folgt mir, folgt den Jungs und man sieht sich. Also, hallo Leute, ich bin Lasse. Gut. Okay. Soll ich nochmal klatschen? Genau die Momente. Das glaube ich nicht. Lasse, du kennst deinen Bauch schon, oder? Alter! Das ist doch mal, Alter! Willst du ein Schlusswort sagen, Robert? Ja, war schön. Das war's, das ist sozusagen der letzte Teil von Lasse Seiben. Komm mal her. Was ist das für mir? Verpiss dich!